Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 4. Wir machen wieder Geisterrettung. Hauptkampagne ist ja vorbei. Wir haben meine Freunde an einem noch hoffnungsloseren Ort als diesem. Ich kümmere mich drum. Ja, wir kümmern uns drum. Ja, Kampagne ist ja beendet, aber ich möchte gerne noch die anderen Nebensächlichkeiten, die Nebensachen machen. Letzte Folge ja Pergamin getötet. Wer es verpasst hat, nochmal anschauen. War ein übelster Endkampf, also richtig übel. Ich habe richtig lang gebraucht. War auch. Der Typ rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich habe einen Stalker. Also hat es richtig ewig gedauert. Ich habe auch nicht alles aufgenommen. Ich habe dann immer nur die Highlights. Komm, nervt mich nicht. Ja, und danach haben wir noch Pergamins Festung. Weil wir noch Zeit hatten, haben wir noch Pergamins Festung erobert. Und ich möchte jetzt eben noch ein bisschen aufnehmen. Es ist jetzt eigentlich schon 6 Uhr morgens. Ich sollte jetzt nicht direkt dahin fliegen. Na, nicht entdecken, nicht entdecken, nicht entdecken. Rette mindestens zwei Geiseln. Sind das viele. Oh, sind das viele. Ich habe irgendwie da mein leises Gewehr. Was natürlich keine Durchschlagskraft hat. Die dürfen mich ja nur nicht entdecken. Da oben ist ein Sniper auf dem Dach. Da oben war ein Sniper auf dem Dach. Der lebt noch. Was? Ich frage mich, warum die eigentlich noch aktiv sind. Achso, ich hab. Fuck. Fuck, 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 fuck. Eine Geisel haben sie schon getötet. Sind da noch welche? Da ist noch irgendwo einer. Da ist noch irgendwo einer. Na komm her. Ja, scheiße. Okay, machen wir nochmal. Fängt ja schon wieder gut an. Ja, wie gesagt, mit der Kampagne leider sind wir durch. Wir haben auch alle Festungen, alles erobert. Aber ich mag das Spiel, ich möchte nicht aufhören. Mittelerde habe ich ja auch zu Ende gespielt, obwohl ich es ja nicht Let's Played habe. Toll, dass ich jetzt hier drüben spawne. Ist noch einer? Ah, ich habe das scheiß Visier ausgerüstet. Ich habe das falsche Visier drauf. Und das Zielfernrohr. Nope, nicht mich entdecken, nicht mich entdecken. Wo läufst du denn lang? Rein da. Da ist noch einer. Gut, alle. Ja, gerne. Ich bin frei. Die fangen mich doch wieder ein. Geiseln gerettet, 3 von 4. Das ist irgendwo ein Propagandaposter, das nehmen wir auch noch ab.
Da ist eine Kiste. Da müssen wir nämlich wieder ein bisschen Geld sammeln. Gut, dann haben wir schon mal das geschafft. Was geht weiter? Da ist nochmal Fashion Week. Na, dann machen wir mal Fashion Week. Wenn wir da oben sind, können wir noch die Propaganda-Poster abropfen, die da noch umhängen. Der König ist tot. Der König ist tot. Vielen Dank. Supi. Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. So, da sind... Ey, ich hänge. Ich hänge hier mal... Komme ich denn hier raus? Da komme ich raus. So, da ist ein Poster. Da hinten sind noch zwei Truhen irgendwo. Da ist eine Truhe. Ist da noch irgendwo eine Truhe im Haus drin? Ja, da ist er. Bin nämlich ein bisschen pleite. Ich habe nur noch 20.000 oder so, ne, 100.000. Bisschen Geld ausgegeben eben. Bagans Sohn macht sich bemerkbar. Wieso? Der ist doch tot, der Sack. Wie geht das? Ich habe ihn doch in einem üblen Endfight getötet. So, dann noch da draußen das Poster. So, zerstört. Oh, wir haben noch 60 Stück, ich glaub's nicht. Uiuiuiui. Was ist denn hier unten? So eine Kiste. Okay. Das ist eine Höhle. Ein Gefängnis. Alter, da geht's auch nicht tief runter. Ah, das schenken wir uns jetzt mal. Ich möchte nämlich jagen. Ich möchte jagen. Wo ist denn die Mission? Da oben ist er. Ich kann es kaum glauben, dass es schon vorbei ist. Will nicht, dass es vorbei... Da geht's rein. Na! Oh! Ja, jetzt. Ich habe dein Design für die seltene Elefantenhaut, aber ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, ein heiliges Tier zu erlegen. Ajay, das ist kein normaler Elefant. Das ist der gemeinste und hässlichste Dickhäuter aller Zeiten. Er hat das Volk seit Jahren terrorisiert. Ähnlich wie König, du weißt schon wer. Es ist eine Möglichkeit, aus einem lokalen Problem ein Modestatement zu machen. Also soll ich ein 6 Tonnen schweres Tier anzünden? Für die Kunst? Es ist nicht Sinn und Zweck der Mode, hübsche Klamotten zu machen, die keiner trägt. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz, merk dir mal, was du sagen wolltest. Ich will mal für die Mission die Elefantenbüchse ausrüsten. Ups, das war meine E-Mail. Zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort auszudrücken. Du weißt, was der Krieg angerichtet hat. Und meine Arbeit soll das reflektieren. Jetzt schnür dir deine vulgären Turnschuhe zu, geh zu dem Arbeitslager, das ich auf der Karte markiert habe, und sei grimmig. Sei grimmig. Sei grimmig. Sollen den anzünden? Echt, wir sollen den mit einem Flammenwerfer töten? Okay. Erlege Dickhaut mit Feuer. Ah, ich bin rausgesprungen, das was sehr intelligent ist.
Wo ist denn Deckard? Wo ist denn die Deckard? Ich höre ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Also. Oh, wollt ihr mich nerven? Wer da rausjumpt. Nein! Alter, ernsthaft? Ah, er hat mich gefunden, er hat mich gesehen. Nein, er hat mich gesehen. Nein! Fick dich! Ich mag doch sonst Elefanten, ihr seid meine besten Freunde. Alter, wie... Ah, geh weg! Warte mal, ich könnte doch von der anderen Seite vom Zaun... Er ist tot. Der Elefant ist tot. Ah. So, können wir was bauen? Sie können wir nichts bauen. Hm? Komisch. Gut, aber was steht denn noch so an? Was können wir noch machen? Das weiß er oben eigentlich. Dumm. Wir machen mal alles. Hey, wir fangen mal oben an. Wir können ja mal Kirati Films machen. Muss ich nämlich noch zweimal machen, um auch eine Trophäe zu bekommen. Ich habe schon 75% aller Trophäen. Einige werde ich nicht kriegen, weil, oder muss ich mal dann mit einem Kumpel spielen, weil die kannst du nur im Koop-Modus machen. So, erstmal. Genau, erstmal das wieder kaufen. Dann Waffen wieder. Die ist da. Echt, verdammt. Ach so. So ist das okay. Ich habe 75% aller Trophäen schon bekommen. Ein paar sind es noch, aber ich kann nicht alle bekommen, weil, wie gesagt, ein paar muss man im Koop-Modus bekommen. Wahrscheinlich ist es auch noch, ich habe jetzt nicht genau durchgeguckt, aber wahrscheinlich wird die eine oder andere noch so Sachen sein, achso, okay, ja, die Filmstar ist es, so Sachen sein wie, so alle Truhen, ne? Das wird ein bisschen dauern. Was sind Kirati Films? Das war gar nicht Kirati Films da. Da ist Kirati Films, bin ich ja bescheuert? Ja, ich weiß, braucht jetzt keine Antworten. Kirati Films ist da draußen. Und zwar da rechts. Scheint mir für einen Guerillakrieg nicht besonders hilfreich zu sein. Außer man will ein trojanisches Jack bauen. Trojanisches Jack. Checkpoint. Ah, okay. Die Kommentare sagen, dass du der Beste bist. Der Schnellste im Land. Und wenn du es nicht bist, filmen wir so lange, bis du es bist. Okay, mal schauen, ob wir es beim ersten Mal hinkriegen. Wow, kabumm. 7 von 32.
Geh weg da unten, geh weg. Ich fahr hier ein Rennen. Na, also natürlich nicht. 1,30 brauche ich mindestens. Gold wird es nicht werden. Ah, Elefanten, Elefanten, Elefanten. Ich habe gerade keinen von euch getötet. Ich habe gerade keinen von euch getötet. Nein, habe ich nicht gemacht. Schön geslidet. Geh mal aus dem Weg. Noch drei. Das könnte sogar Gold werden. Das könnte sogar Gold werden. Jawohl, das wurde sogar Gold. Hallo? Benzin im Blut. Ich habe noch eine Trophäe gewonnen. 1,12. Bestenliste. Wir haben alle Leute in einer. Ja, gut. Wäre ich nicht gegen den Baum gefahren und gegen das Auto, dann wäre ich auch wahrscheinlich in 1,8 oder so. Oder 1,7. Bei 1,4 ist schon heftig. Alles Cheater. Alles Cheater. Gut, was machen wir jetzt? Ah, gut, 20 Minuten sind auch schon wieder fast um. Nee. Haben wir ja gemacht. Dann würde ich sagen. Achso, ich muss das hier. Muss das die Mission verlassen. Gut, nee, ich würde sagen, dann machen wir jetzt eine Pause. 20 Minuten sind vorbei. Und ich mache in der nächsten Folge. Schauen wir mal, was wir doch da oben so an Missionen haben. Vielleicht kriegen wir das heute noch auf 100%. Und dann muss ich mal eigentlich auch noch ein bisschen Videos bearbeiten. In den letzten Tagen so viel wieder aufgenommen. Was haben wir da? Curati Films, Geiselrettung. Gut, also wir machen eine kurze Pause. 20 Minuten sind wie gesagt schon um. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Far Cry 4 mit dem Sascha. Bis dann, ciao.